Novak Djokovic hat in Cincinnati Tennis Geschichte geschrieben. Der 31 Jahre alte Wimbledon-Sieger aus Serbien gewann das Endspiel des Hartplatz-Turniers im US-Bundesstaat Ohio gegen den Schweizer Roger Federer 6:4, 6:4 und hat damit als erster Spieler bei allen 9 Turnieren der Masters-Serie triumphiert. 2009, 2012 und 2015 hatte er im Finale von Cincinnati gegen Federer verloren. Es ist natürlich ein sehr besonderer Moment, das erste Mal hier in Cincinnati mit der Trophäe zu stehen, sagte Djokovic. Es war eine Achterbahnfahrt in meiner Karriere mit Verletzungen, der Pause und der Operation in diesem Jahr. Es fühlt sich fast unwirklich an, wieder auf diesem Level zu sein. Sein Kontrahent gratulierte voller Anerkennung. Gratulation an Novak, der Geschichte geschrieben hat. Es ist eine großartige Leistung, dass du diesen Punkt erreicht hast. Du solltest sehr stolz sein, sagte Federer. Erster Sieg im 4. Anlauf in Cincinnati. Djokovic feierte seinen 70. Titel auf der Profitour. Federer muss dagegen mindestens bis zu den US Open in New York ab 27. August auf seinen 99. warten. Der 37-Jährige spielte in Cincinnati sein erstes Turnier nach dem Viertelfinal aus in Wimbledon Mitte Juli und bestritt sein 150. Finale im 46. Duell mit Dauerrivale Djokovic kassierte er nach 1 Uhr 24 Stunden seine 24. Niederlage. Im Halbfinale am Samstag hatte Federer beim Stand von 7:6, 7:3, 1:1 von der Aufgabe des Belgiers David Goffin profitiert. Djokovic setzte sich gegen den Kroaten Marin Cilic 6:4, 3:6, 6:3 durch. Deutschlands Hoffnungsträger Alexander Zverev war bei der Generalprobe für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres überraschend in seinem Auftaktmatch gescheitert. Djokovic hatte zuvor schon die hochdotierten und hochklassig besetzten Masters-Turniere in Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rom, Toronto, Montreal, Shanghai und Paris gewonnen. In Cincinnati hatte Djokovic im Endspiel dreimal gegen Federer und zweimal gegen den Briten Andy Murray verloren, 2008 und 2011.